Tja, ich habe es ja schon einmal in einem Video angekündigt, dass ich beim Staatsschutz anrufen werde und meine Hilfe anbieten werde. Danke auch an den Schnippes, denn Thomas P. Er hat uns wieder ein kleines Gedicht gezaubert. Trotz Bombenleak beim RKI verhaften tut man die doch nie. Im Bundesministerium rufe ich mal an und frage mal rum. Ich scherze nicht. Okay, bin gespannt. Vielleicht macht er ein Video, wenn er anruft. Ja, man darf echt gespannt sein. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Wenn ich wirklich einen Anruf oder über den Anruf beim Staatsschutz vielleicht ein Video machen kann, könnte das vielleicht schon interessant werden. Mal schauen. Mhm. Vielleicht ist es schon draußen, wenn er uns das geschrieben hat. Ich werde es dann reinschneiden. Okay. Nachdem er schon mal beim ORF angerufen hat und das auch ein Video dazu gemacht hat. Er ist ein mutiger Bursch. Naja, ob so mutig war oder eher dumm, das ist eine andere Frage. Ja? Aber ich bin ein Landbursch und bin anders erzogen worden. Ja? Und mir ist auch nicht das Sprechen beigebracht worden, dass ich noch einmal Maul halte. Und deswegen habe ich das gemacht, was ich angekündigt habe. Ich habe eben am Staatsschutz angerufen. Das Gespräch ist allerdings anders ausgegangen, als ich gedacht habe. Ja, viel Spaß damit. Ah ja, gleich zum Anfang. Wer dieses Video auf TikTok anschaut, bitte abonniert mich besser auf YouTube unter Schnippes Agathom. Die löschen nämlich nicht gleich jedes Video und jeden Account. Schauen wir mal. Ja, grüß Gott, das der Schnips. Eine Frage hätte ich schnell. Ich hätte ein paar Informationen bezüglich Verbrecher, sag ich erst einmal. Wer ist denn bei euch der Zuständige oder gibt es den Zuständigen eventuell zu erreichen für die ganze Corona-Geschichte, sag ich mal? Ich würde mich gerne verbunden lassen. Grundsätzlich keine spezifische Person, am besten ist sie verschriftlichen, das alles am Schicken und das per Mail. Kann ich nicht mit einer Person kurz sprechen, nur Informationen weitergeben. Und ja, gibt es doch irgendwie, schätze ich mal grob, oder? Wir können es mir auch kurz erzählen, aber wie gesagt, kurz. Okay. Nein, es geht um das. Ich bin ja ein brav steuerzahlender und unbeschrittener, aber halt besorgter Bürger. Jetzt geht es mir um Folgendes. Wann gibt es denn eigentlich Verhaftungen bezüglich der ganzen Corona-Geschichte, sag ich mal? Also mit den ganzen RKI-Files liegt es ja auf, dass, was alles abgegangen ist, das wissen wir mittlerweile, ne? Und ja. Darf mich interessieren, wie es jetzt ausschaut. Weil es gab also Erpressung, Paragraph 253 nötig und 240, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was nie verjährt, 321a und so weiter und so fort, Amtsmissbrauch, Gesetzbuch. Und wenn es dann auch noch stimmt, dass die Protokolle im Nachhinein verändert worden sind, dann kommt noch Urkundenfälschung, Paragraph 267a dazu. Und diesbezüglich hätte ich mich gerne zur Verfügung gestellt. Das dauert mir schon ein bisschen zu lang. Und ja, ich hätte Informationen, ich hätte die Beweise vorliegen und es darf mich interessieren, wann einmal die ganzen Verhaftungen anfangen mit den ganzen Politikern, was da drin hängen von unserer Regierung. Naja, wir müssen sie halt einmal quasi zu Gericht gehen und da Anklage erheben. Ich hätte die ganzen Beweise vorliegen, es heißt der Staatsschutz, also Bundesministerium und Staatsschutz und nicht korrupter Politikerschutz. Und deswegen hätte ihr als unbescholtener, brav steuerzahlender Bürger mal angerufen. Und mich gefragt, ob ich weiterhelfen kann, weil Informationen hätte ich dazu. Nur wer ist die zuständige Person dafür? Das darf mich interessieren. Grundsätzlich können Sie gegen jegliche Behörden, Beamten, Personen immer Anklage erheben, worauf Sie jetzt hinaus wollen. Okay, ja, nein, weil noch 4 Jahre und bei dem, was wir schon wissen mittlerweile, ja, das dauert schon verdammt lang, das gibt's doch nicht. Von ja, dann gehen Sie mal auf ein Bezirksgericht, wobei es da wahrscheinlich eh falsch sein werden, aber die werden dann genauer erklären, abläuft, wie man quasi Anklage erhebt. Okay. Und ich würde das Gespräch eigentlich für Schuldenzwecke aufzeichnen, wenn es wäre. Das war nämlich auch so eine Sache. Das wäre interessant. Na, weil es sind 175 Milliarden Euro ausgegangen für nichts und wieder nichts, für eine mittelschwere Grippe. Das ist das, was mich jetzt wundert. Es tut keiner was, es weiß auch jeder oder es wissen viel und es kommt nichts. Und ja, das gibt, ihr seid der Staatsschutz. Was können wir da machen? Wie verbinden Sie das jetzt mit einer Pandemie? Ja, mit der Plandemie muss man sagen. Nicht Pandemie, sondern Plandemie. Ne? Das wissen wir ja nachweislich jetzt. Das ist das Problemchen. Und es passiert nichts, wie gesagt. Es liegt alles auf, man weiß es mittlerweile, aber es passiert nichts. Okay, das behaupten ja Sie. Nein, das behaupte ich nicht, das weiß ich. Und ich habe die Unterlagen auch. Sie wissen dann eine Statusanzeige, deswegen sage ich, das ist da eigentlich falsch, aber danke für die Info. Ja, ich darf nur die Hilfe anbieten, weil die ganzen Sachen, Dokumente, Original, Pfizer-Verträge, RKI-Files, EMA-Antwort und die Zahlen von unter anderem Deutschen Statistischen Bundesamt, was das aber liegt, ja, gesagt, hätte ich vorliegen. Noch einmal, Sie erzählen da gerade der falschen Person. Okay. Zu Gericht gehen und das dort
dort einen Anwalt erzählen. Ja, deswegen hätte ich gemeint, wer war die richtige Person? Da wollte ich mich Hilfe bitten lassen. Noch einmal, das habe ich Ihnen ja gesagt, Sie müssen vor Gericht gehen und dort mit einem Anwalt reden und der wird Ihnen einen genaueren rechtlichen Ablauf erklären und auch, was tatsächlich quasi anzeigbar ist und was man wie, wo, wann machen kann. Okay, also bleibt dann nur der Weg über. Schade. Was sagen, meine Frage, was sagen Sie selber dazu im Ganzen? Ich meine, das wissen wir da auch, sehr schätze ja, ich. Persönliche ich Meinung. Was ich gesagt habe, Schädensanzeige, wenn Sie meinen, Sie sind im Recht und haben da genügend Vorliegen. Was ich fragen wollte, ist, was ist Ihre persönliche Meinung zu dem Ganzen? Wissen dann Sie wahrscheinlich auch, ja, als Meisterin. Ich habe Ihnen gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Nein, ich habe Ihre persönliche Meinung gefragt, nicht was ich da soll, sondern was Sie über das ganze Geschehen, was passiert ist, denken. Das war die Frage. Aber müssen Sie nicht antworten, die Frage. Das ist ja ein netter Typ, jedenfalls, höre ich aus. Passt. Okay, nein, passt, hilft nichts, passt eh. Danke für die Auskunft, jedenfalls. Bitte, bitte. Wenn es Bewertung gibt, gibt es eine positive Bewertung, sehr freundlich auch. Danke dennoch, ja. Bitte, bitte. Okay, na dann, tschüss, servus, schönen Tag noch. Ja, achso, was soll ich ausschalten? Ich hoffe, man hat das alles gut gehört. Ich habe einmal das Handy vorne gehabt, einmal hinten. Ja. Direkt reden darf man oder kann man nicht. Es muss vor Gericht gehen. Das dürfte man eh noch gehört haben. Ich hätte das Handy gleich bei mir behalten sollen. War ein bisschen doof. Aber gut, war ja eine spontane Geschichte. Ja, mal schauen, was rauskommt. Jetzt muss ich vor Gericht an. Ich bitte den Staatsschutz meine Hilfe an. Und habe erwähnt, ich habe die Dokumente vorliegen. Ja, es dauert schon ein bisschen lang, muss man sagen. Gell? Also mir dauert schon zu lang. Aber ja, gut. Ja. Recht viel war es nicht. Mal schauen, ob ich jetzt einen Besuch daheim kriege. Vielleicht hat die Nancy Faeser ja auch zugehört. Aber wahrscheinlich werden es vorher wieder die Amis sein. Ja, die österreichischen Staatsschutz sagen, hey, da gibt's einen Typen mit einem Kapperl, einer Sonnenbrille, einem Mikrofon und einem Leihwahl, wo das oben steht. Und der hat beim Staatsschutz angerufen. Naja, also ich hoffe, dass jetzt nichts Schlimmes passiert. Also im schlimmsten Fall, was passieren sollte, ist das, dass wenn ich es noch sagen kann, klug war es nicht, aber geil. Wie oft bittet man schon als unbescholtener, brav steuerzahlender Bürger dem Staatsschutz seine Hilfe an. Naja, in diesem Sinne, tschüss, baba. falls nichts mehr kommt von mir, dann könnt ihr sich selber ausmalen, was mit mir passiert ist. Tschüss. Und an diejenigen, die sich jetzt Sorgen machen um mich, ich habe beim iPhone meine Anrufer-ID ausgeschalten, ja? Und quasi mit unterdrückter Nummer angerufen. Ich habe mir gedacht, wenn der Staatsschutz eh so schlecht ist, im Staat beschützen, trotz der Beweise, die was jetzt schon lange jeder private Bürger ganz einfach besorgen kann, offiziell gültig übrigens, dann wird er es wohl nie schaffen, schwere Aufgaben wie zum Beispiel unterdrückte Telefonnummern zu entschlüsseln. Oder er ist korrupt.